Genau, einfach losfragen und dann gibt es Antworten. Unsere Aufgabe als Journalisten ist, herauszufinden, was tatsächlich da vertreten wird, was das für die Leute bedeutet und ihnen zu helfen, einschätzen zu können, ob so eine Partei für sie hilfreich ist oder nicht. Und wenn wir das nicht tun und stattdessen so eine Aufregungsmaschinerie mitbedienen, dann machen wir was falsch. Also wenn man jetzt sozusagen die Debatten vor der letzten Bundestagswahl in ihrer Art anschaut und sich fragt, ob die Journalistinnen und Journalisten da die Politikerinnen und Politiker so gefragt haben, dass die relevanten Themen, und zwar wirklich die relevanten Themen, die den Leuten auf den Nägeln brennen, diskutiert worden sind oder ob nur einzelne Themen diskutiert worden sind und ob man sich die Agenda von außen hat aufdrücken lassen, dann haben da auch ältere und erfahrene Kolleginnen und Kollegen nicht so gut ausgesehen. Ich würde immer sagen, dass eine gute Bezahlung nie schadet und dass sie also eine gute Voraussetzung ist, aber dass sie keine hinreichende Voraussetzung für guten Journalismus ist. Sonst hätte man ja bei den bestbezahlten Journalistinnen und Journalisten der Vergangenheit die beste Arbeit sehen müssen. Das war nicht notwendig der Fall. Journalismus braucht Solidarität. Wir brauchen die Solidarität zum einen, weil wir besser sind, wenn wir gemeinsam an etwas arbeiten, weil wir dann mehr herausbekommen. Und zum anderen, weil wir uns ja auch wehren müssen gegen Menschen, die diesen Journalismus nicht wollen, weil sie etwa Aufklärung nicht wollen oder weil sie ja dann von uns angegangen werden, weil sie ein Problem für die Gesellschaft darstellen und wir dieses Problem aufmalen, aufzeigen oder weil wir eine Lösung aufzeigen und sie die Lösung nicht wollen, weil es heißt, dass sie einen Teil von ihren wirtschaftlichen Vorteilen verlieren. Also ein Verband, ein Journalistenverband oder eine Journalistengewerkschaft ist hilfreich bei der Auseinandersetzung, einmal womöglich mit der Öffentlichkeit draußen, die einem Rechte vorenthalten will, die wir aber brauchen für die Arbeit und natürlich auch hilfreich bei der Auseinandersetzung im Zweifel mit etwaigen Arbeitgebern, die weniger Geld zahlen wollen für die gleiche Leistung.